In der Ansbacher Wirtschaft zum Hirschen haben sich die Mitglieder der Separatistenbewegung Freiheit für Mittelfranken versammelt. Gegen die Organisation, die von dem Feuerwehrmann Alois Hundskugel angeführt wird, läuft ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, dass sie die Abspaltung von Ober- und Unterfranken notfalls mit Waffengewalt erreichen will. Aber mit der Politik bin ich fertig. An der Arbeit ist immer so rumeiern, oder? Da bin ich mit durch. Was die für ein Geschiss machen wegen diese Asylanten, das muss man sich mal vorstellen, wegen diesen Asylanten, da wollen die jetzt unser schönes deutsches Grundgesetz ändern. Nur die SPD mag partout nicht mitmachen, obwohl ihnen der Stoiber, der bayerische Innenminister, mehrmals gesagt hat. Ne? Der Stoiber, den kennen Sie, der Stoiber, der bayerische Innenminister, der hat heute im Spiegel ein Interview, müssen Sie lesen, witzig, müssen Sie wirklich lesen, wahnsinnig witzig. Und zwar der Staat Bayern, der Freistaat Bayern, hat sich ja geweigert, Sammelunterkünfte einzurichten. Jetzt haben sie ihn, ist ja umgefallen, der Stoiber, jetzt haben sie ihn überstimmt, Scheißdemokratie. Wahrscheinlich haben sie ihn erpresst, nicht? Aber was sollen Sammelunterkünfte? Er hat doch recht. Mensch, Sammelunterkünfte, das ist doch geradezu eine Einladung. Wenn die Asylanten das erfahren, da gibt es Sammelunterkünfte in Bayern, ja, da müssen wir hin, sonst bleiben sie la. Na, also, der Stoiber und die CSU und seine Christen-Crew, das sind die einzigen, die dieses Asylproblem wirklich kapiert haben. Mensch, der Stoiber ist doch nicht blöd. Der meint es doch auch so. Die CSU möchte das Grundgesetz ändern. Ja, es wäre zumindest einmal ein Anfang. Ich meine, viel bringer wird's nicht, weil diese Asylanten ja das deutsche Grundgesetz gar nicht lesen können, weil sie nicht Deutsch kennen. Und meistens sind sie auch noch Analphabeten. Wissen Sie, was ich nicht verstehe, ist, dass in unserem deutschen Grundgesetz ein Recht drin steht für Ausländer. Ah, das verstehe ich nicht. Wieso steht im deutschen Grundgesetz ein Recht für Ausländer drin? Das Grundgesetz, das gilt doch sonst auch nur in Deutschland und da nicht überall. In Bayern zum Beispiel, da gibt es Gegenden, wo das Recht auf freie Meinungsäußerung nur eingeschränkt gilt. Also das Grundgesetz, das gilt nicht weltweit. Na, da habe ich mich erkundigt. Ne? Das Grundgesetz, zum Beispiel in Äthiopien gilt es nicht. In ganz Afrika können die mit unserem deutschen Grundgesetz überhaupt nichts anfangen. Also man kann sogar sagen, dass das Grundgesetz generell im Ausland überhaupt nicht gilt. Und trotzdem steht da ein Recht für Ausländer drin. Da steht zum Beispiel drin, politisch Verfolgte genießen Asyl. Also wir bieten da weltweit einen Genuss an. Also, als 1949 die Väter des Grundgesetzes dieses Recht auf Asyl ins Grundgesetz reingeschrieben haben, da haben die natürlich nicht dran gedacht, dass 1991 so eine Asylantenflut nach Deutschland reinschwappt. Wer wollte 1949 in Deutschland Asyl? Keiner! Es ist doch so, wenn die das gewusst hätten, dass diese Asylanten herfluten auf Deutschland, da hätten die doch das niemals reingeschrieben. 500 Millionen Menschen sollen auf der Flucht sein. Eine halbe Milliarde, sagt das Rote Kreuz, und das ist wahrscheinlich nur untertrieben. Sie kommen ja von überall her, aus allen Ländern kommen sie. Sie überfallen uns wie die Heuschrecken. Und wenn wir nicht aufpassen, dann fressen sie uns kahl. Sie werden uns kulturell austilgen. Ja, der Kampf ums Überleben hat begonnen. Nur die Stärksten werden überleben. Das vergesse ich immer wieder. Passiert mir immer wieder. Im ganzen Haus haben wir nämlich so Lichtschranken und Videokameras, wenn Sie mal schauen wollen, da. Und wenn so eine Lichtschranke von einer Person unterbrochen wird, dann gibt es immer so ein unangenehmes Signal, so Zacker, Sirene oder sowas. Irgendwie ein unangenehmes Signal. Da zum Beispiel müsste auch eine sein. Es ist wegen der Abschreckung. Ne? Und wir haben also am Kühlschrank zum Beispiel, haben wir auch so eine Lichtschranke. Wir haben einen Kühlschrank in der Küche, der ist prall gefüllt, der bringen wir kaum nur zu. Und dann haben wir noch einen Kühlschrank auf der Terrasse draußen, das ist ein Potemkinscher Kühlschrank. Da haben wir auch eine Lichtschranke, weil ich glaube nämlich, wenn die Hungernden kommen, dann haben sie natürlich Hunger. Und dann werden sie als erstes an den Kühlschrank gehen, da haben wir auch ein Lichtsignal. Ja, also, wenn Sie überhaupt bis daher kommen, aber kommen werden Sie mit Sicherheit, da bin ich ziemlich sicher. Es ist eben nur eine Frage, wo wir Sie aufhalten. Wahrscheinlich scheitern Sie schon draußen am Gartentor, da haben wir auch so eine Lichtschranke. Das muss ich Ihnen noch erklären, das ist meine zentrale Schalteinheit hier.
für die Überwachung hier im Haus und rund ums Haus. Da habe ich so eine Videoüberwachung, da habe ich rund ums Haus alles unter Kontrolle. Hier zum Beispiel, da haben wir mehrere Tellerminen vergraben. Wir wissen aber leider nicht mehr wo. Na, irgendwie haben wir den Plan verlegt. Und das ist noch interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Knopf hier drücke, dann gehen da hinten die Stalltüren zu. Ja, da habe ich ja dann schauen, der Asylant. Wenn er kommt, machen wir es lieber wieder auf. Also, das ist so sicher wie in Fort Knox. Ich habe nämlich wirklich ein Faible für Sicherheit immer schon gehabt. Und ich habe immer eine große Vorliebe gehabt für Zäune. Schon im Sandkasten habe ich immer alles abgezäunt. Ich bin ein ausgesprochener Abzäuner, ein Zaunkönig. Ja, und auch im Urlaub, wenn wir am Strand sind, da habe ich immer einen portablen Zaun dabei. Wird alles abgezäunt gleich. Und wenn ich mein Auto parke, da juckt es mich auch manchmal, dass ich so einen Zaun drumherum mache. Halt, Telefon, Entschuldigung, hab's gleich. Rostaler Immobilien, guten Abend. Was? Ja, ich habe eine Wohnung inseriert, das stimmt, ja. Ja, Sie, Miete, ja, was wollen Sie denn zahlen? 30 Mark für einen Quadratmeter. Da werden wir nicht ganz hinkommen, aber Sie können gerne mitsteigern. Ja, wir machen eine Versteigerung. Ja, ja, also die Miete, an den Meistbietenden wird dann die Wohnung vermietet, ja. Ich schreibe mal Ihren Namen auf. Wie ist denn Ihr Name? Warte mal. Tschechtochiowitsch. Ja, danke. Der konnte perfekt Deutsch. Lernwillig sehen Sie ja, diese Ausländer, das muss man ihnen lassen. Jetzt ist Deutsch nicht leicht, aber sie lernen es. Man müsste ihnen verbieten, Deutsch zu sprechen. Es gibt welche, die sprechen so perfekt Deutsch, die sind überhaupt nicht mehr als Ausländer zu erkennen. Man müsste ihnen verbieten, Deutsch zu sprechen. Teuflisch ist es. Sie benehmen sich perfekt wie Deutsche. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem es in Deutschland nur noch Ausländer geben wird, die perfekt Deutsch sprechen, sich perfekt Deutsch benehmen und doch Deutsch sind. Davor habe ich Angst. Ja. Ich habe eine tiefe deutsche Angst vor Überfremdung. Das ist eine gesunde Angst. Auf diese Angst bin ich stolz, weil meine Angst warnt mich. Sie sagt mir ständig, pass auf, sei auf der Hut. Wenn wir Deutschen mal unsere Angst verloren haben, dann herrscht tief dunkle Nacht in der deutschen Seele. Noch ist alles in Ordnung. Die Warnblinkanlage leuchtet noch. Aber diese Tzatziki-Zicken. Kennt ihr? Ja? Diese Siataki-Typen, die in griechischen Tavernen Geschirr zerdeppern und sich uso selig griechisch fühlen. Die tun mir leid. Ja, die sind arm dran. Die haben nämlich ihre Angst verloren vor dem Nicht-Deutschen, vor dem Fremden. Oder umgekehrt, haben Sie schon einmal einen Griechen Schublatteln gesehen? Grüß Gott, mein Hans! Grüß Gott, mein Hans! Moment, wie schau ich aus? Ha? Super schau ich aus, oder? Eine affengeile Kluft! Ja, so läuft man jetzt rum im Herbst 89. Dieser Look, der betont das Tierische. Hier durch diesen Hut mit Pinsel, sehr sexy, Wildschweinborste. Dann die Tarnfarben erlauben auch eine Teilnahme am NATO-Herbstmanöver. Der Russe schreckt sofort zurück. Also outfitmäßig, geile Song, ist es der Typ Brumpfbayer. Seitdem ich mich so verkleide, springen mich die Mädels an. Das ist dieses Outfit, ja. Das minks die Mädel. Ja. Wir suchen nämlich in dieser Sendung jetzt den neuen Mann. Deshalb haben wir hier auch ein paar neue Männer, ein paar Puppen noch aufgestellt. Er hat ein bisschen Probleme mit dem Friseur, aber sieht man nicht. Und dann haben wir hier, das ist der Typ, wild gewordener Bankkaufmann hier. Wird gern genommen, dann er steht auf Indien, es ist ein bisschen so ein ESO-Typ. Und das ist ein Klassiker, das ist der Typ, einsamer Wolf, schaut in der Ecke, hält Ausschau nach Mädels, meistens in Diskotheken. Infit-mäßig schaut es ja nicht so gut aus, also seelisch. Die Männerseele, der maskuline Kern, das Virile, steckt in einer Identifikationskrise. Der Mann weiß nicht mehr, was er ist. Jetzt definiert er sich gerade neu, er sucht sich. Also, der Mann, er geht in sich. Ich kenne einen, der ist in sich gegangen. Als er drin war, hat er umgedreht und ist sofort wieder nach draußen gegangen. Der hat sich da einen Schock fürs Leben geholt. Jetzt. Jetzt.
Jetzt sucht er sein Selbst. Also er vermutet, dass er mal eins gehabt hat. Er hat aber keine Ahnung, wo er suchen soll. Jetzt ist er jeden Abend unterwegs auf Aufriss. Mal über der hat einen Stress. Also ich suche mich auch. Überall habe ich schon nachgeschaut, aber ich habe mich bisher noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich mich verloren habe. Ich weiß nicht einmal, was ich suchen soll. Also ich glaube, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Also bei mir ist, glaube ich, alles zu spät. Ich habe auch schon glücklichere Tage gesehen. Ja, ja, also das waren diese Zeiten, da habe ich mich als Mann gesehen. Da war ich voll identisch mit mir. Das waren diese Zeiten, da hatte ich eine klare Vorstellung vom Verhältnis der Geschlechter zueinander. Da habe ich einen Hasen gehabt, die habe ich Mausi genannt. Und die hat bei mir gewohnt. Also die hat meinen Haushalt gemacht, die hat für mich gekocht, die hat geputzt. Also die hat gewusst, was ich gehört. Am Anfang hat sie ein bisschen versucht aufzumucken, aber das habe ich gleich ausgetrieben, habe ich gesagt, Mausi, wenn da was nicht passt, kannst gehen. Und dann hat die Beziehung doch noch 3 Jahre gedauert und dann war aber irgendwie die Luft raus, dann war es irgendwie witzlos, ich weiß auch nicht, dann hat das Kränkeln angefangen, dann ist so das Psychosomatische dazugekommen, dann hat sie alles auf mich geschoben, dann habe ich es gerade rausschmeißen müssen. Also, weil ich war dann fix und fertig und dann habe ich eine getroffen, die hatte gerade eine Norwood-Gruppe hinter sich. Also die hat mich dann auf den Analysetrip gebracht, weil da war ich voll auf Psycho. Da haben wir uns recht schön ergänzt. Also es war grauenvoll. Wir haben uns nur noch verstanden. Langweiliger geht's überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich eine kennengelernt. Ah, das war scharfe Maus, aber da ist was ganz Merkwürdiges passiert. In die habe ich mich verliebt. Das habe ich mir aber nicht gefallen lassen. Naja, der habe ich gleich voll die Meinung gesagt, hat aber nichts genützt. Ja, anfangs habe ich die auch Mausi genannt, aber dann hat sie mir zu mir gesagt, also bitte nenn mich nicht Mausi. Und dann habe ich aus Liebe zu ihr nachgegeben. Das war ein Fehler, weil dann hat sie zu mir Mausi gesagt. Also die hat meine Persönlichkeit total zerstört. Die hat mich total zerlegt in Einzelteile und hat mich neu zusammengesetzt. Plötzlich war ich ein Softie, aber sowas von soft. Ich habe ihre Blusen gebügelt. Ich habe gekocht. Ich habe den Haushalt gemacht, ja, ich habe mich sogar mit ihrer Mondphase beschäftigt. Also, ich habe alles für sie gemacht, aus Liebe, habe ich mich zum Deppen gemacht. Und ich Depp, ich habe mir auch noch eingebildet, dass es mir dabei gut ginge. Naja, und dann, ja, dabei hat sie mich noch ausgenützt, ja, das hätte ich beinahe vergessen, dabei hat sie mich noch ausgenützt. Das war das totale Matriarchat. Und dann hat sie mich sitzen lassen, wegen einem anderen. Ja. Das war Immobilienmakler, Porschefahrer, Drachenflieger, Surfer, toller Typ, wirklich. Muss ich neidlos zugestehen, ja. Aber ich glaube, mit denen beiden geht es auch nicht mehr lang gut, weil er fängt jetzt schon das Bügeln an. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt stelle ich mir mein eigenes neues Männerbild zusammen. Ich fange ganz von vorne an. Und zwar habe ich mir gedacht, das Feminine möchte ich haben, das Feminine von Hemingway. Dann vielleicht das Musische, das Kreative von Gotthilf Fischer, die geistige Brillanz von Dr. Helmut Kohl, das Touristische von Genschmann, dann die Trinkfestigkeit von Egon Krenz, rein körperlich sollte es eine Kreuzung sein von, sagen wir mal, Götz George und Woody Allen und als i-Tüpfelchen obendrauf das Mentale von Boris Becker. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Also sehr schön, Ihr Kindergarten. Der gefällt mir sehr gut, ausgesprochen gut, Frau Müssig. Das höre ich gern, nur leider sind wir im Moment übervoll. Na, es muss ja nicht gleich morgen sein. Ich kann Ihnen leider auch für die nächste Zukunft keinerlei Hoffnung machen. Ja, da schauen wir mal. Schauen Sie, Frau Müssig, ich sehe das ganz, ganz positiv. Also meine Frau ist morgen empfängnisbereit. Wie bitte? Empfängnisbereit? Ja, ja, morgen wollen wir zur Zeugung schreiten. Sie können zur Zeugung schreiten, wann immer Sie wollen. Ja, da irren Sie sich, Frau Müßig. Sie wissen vielleicht, dass die Frau wirklich nur am Tag des Eisprungs wirklich fruchtbar ist. Erzählen noch einen.
Ja, aber warum besprechen Sie das nicht mit Ihrer Frau? Das habe ich, das geht auch alles klar, das ist... Wissen Sie, wir sind hier im Kindergarten. Zu uns kommen die Eltern in der Regel, wenn die Zeugung 3 bis 4 Jahre zurückliegt. Ja, viel zu spät. Schon vor der Zeugung des zu zeugenden Kindes sollten sich verantwortliche Eltern Gedanken machen, ob ein Kindergartenplatz vorhanden ist. Nur so ist überhaupt verantwortliches Zeugen möglich. Alles andere ist vollkommen unverantwortlich. Dann haben Sie sicher auch schon einen Studienplatz für Ihr noch nicht gezeugtes Kind. Selbstverständlich. Ich habe einen vorläufigen Bescheid der Universität Delmenhorst. Gibt's da eine Uni? Na, noch nicht. Aber ist in Planung, die Bauvoranfrage ist bereits durch und das Grundstück muss noch dekontaminiert werden. Aber dann läuft alles bestens. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Warum suchen Sie sich denn eine Uni aus, die noch gar nicht existiert und noch dazu in Delmenhorst? Ja, weil in Delmenhorst, da ist in 20 Jahren die Chance am größten, eine Wohnung zu kriegen. Ah ja, also Sie suchen jetzt eine Wohnung in Delmenhorst? In Hamburg. Ja, wieso? Ich denke, Ihr Kind soll in Delmenhorst studieren. Ja, schon, aber Hamburg boomt momentan von den Immobilienpreisen her. Und da kann er dann doppelt so viel Miete verlangen wie in Delmenhorst, der Bub. Also, er kann dann von der einen Hälfte sich in Delmenhorst selber einmieten und von der anderen Hälfte kann er dann leben. Ah ja. Ja, ja, und warum erzählen Sie mir das alles? Weil ich im Herbst 95 hier einen Kindergartenplatz brauche. Hier, schauen Sie, ich gebe Ihnen meine Karte. Das wäre sehr nett, wenn Sie da bei mir mal anrufen würden, wenn sich was ergibt. München? Sie wohnen ja in München. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, warum suchen Sie dann einen Kindergartenplatz in Bremen? Ja, weil ich 94 hier einen Arbeitsplatz kriege. Ich bin Bücherschnüffler. Ja, ich bin total abhängig, wissen Sie. Es ist ja in diesem Buch ganz neues, riecht noch, riecht ganz neues, ein ganz neues Buch, ist gerade auf den Markt gekommen. Und zwar geht es da ums Auto. Dem Auto wird nämlich eine miserablige Zukunft vorausgesagt. Das Auto wird total überholt und das Dümmste, das der Mensch je hervorgebracht hätte, der Mensch, der das behauptet, heißt Frederik Fester, hat gleich ein Buch geschrieben, Titel Ausfahrt Zukunft. Falls Sie das Buch irgendwo liegen sehen, kaufen Sie es und schmeißen Sie es gleich weg. Das ist übrigens eine gute Methode. Gefährliche Bücher kaufen und gleich damit in den Altpapiercontainer zum Recycling. Weil dieser Frederik Fester, der ist ja nicht ganz sauber, Mensch. Der hat Ideen, sage ich mal, total verschrobene Gedanken. Behauptet, der Mensch denke nicht vernetzt und verweigere das Nachdenken über Wirkungszusammenhänge. Na, Brand, ganz so schauen ist schon so. Ja, und ausgerechnet den Autofahrer sucht er sich für seine Kritik heraus. Ja. Wenn einer vernetzt denkt, dann der Autofahrer. Weil wenn der Autofahrer mit seinem Auto einen Parkplatz verlässt, dann denkt er sofort, hoffentlich kriege ich wieder einen. Also Autofahren, das heißt das Prinzip Hoffnung, konkret leben. Jeder Autofahrer weiß doch, dass er sein Auto wieder irgendwo hinstellen muss. Er kann sich nicht zusammenlegen. Ich meine, das gehört doch zum Wesen des Autos, dass es irgendwo steht. Das hat der Fester auch rausbekommen. Der sagt, im Schnitt stünde ein Auto 18 Stunden, um eine Stunde bewegt zu werden. Das ist genau die eine Stunde, die man braucht, um einen Parkplatz zu finden. Und daraus folgert er jetzt, dass das Auto kein geeignetes Fortbewegungsmittel mehr wäre, um von einem Parkplatz zum anderen zu kommen. Natürlich kann ich auch zu Fuß von einem Parkplatz zum anderen gehen, aber es war ja total bescheuert. Ja, ich habe neulich einen sehr guten Parkplatz gehabt. Wo war der? Ah, in Germering. Ja. Ach, das sagt Ihnen jetzt nichts. Hier in Bremen sagt einer das. Es sagt einer in Bremen nichts. Also Germering ist ein kleiner Ort bei München. Und zwar, es wäre ungefähr so, als wenn man in Bremen in der Sögestraße wohnt und einen Parkplatz in Euthen hätte. Ja? So ungefähr. Und ein Parkplatz, der lag, also wie gesagt, in Germering, günstig gelegen, direkt an der S-Bahn. Ja, habe ich fast ein halbes Jahr lang halten können, nicht? Also, sehr schöner Parkplatz, ja. Tagsüber habe ich immer so eine Kistel hingestellt, ja, und jeder hat sich dran gehalten.
Das ist das Faszinierende für mich, welche Macht von so einer Kiste ausgehen kann. Ja? Also das imponiert mir wahnsinnig. Jeder hat sofort diese Kiste akzeptiert und respektiert als Zeichen dafür, dass ich diesen Parkplatz in Besitz genommen habe. Nicht? Also das, glaube ich, geht nur in Deutschland, dass von einer Kiste so eine Macht ausgehen kann. Neulich bin ich nämlich an einem Obststand vorbeigegangen. Ja, da waren solche Kisten richtig aufgetürmt. Hab ich mir gedacht, da haben mehrere Autofahrer gestritten. Geschenkidee. Ja, vakuumverpackte Plastikmülltonne mit Schleifball, sehr schön. Wird gern verschenkt, jetzt gell, kann man auch brauchen. Wissen Sie, ich habe mir gedacht, man sollte nicht nur meckern. Ich wollte nicht nur meckern, ich habe mir natürlich auch meine Gedanken, meine konstruktiven Gedanken gemacht zur Müllverringerung. Und ich habe mir gedacht, wir müssen vorstoßen in eine ganz neue Verpackungsdimension. Verpackung muss zu einer Geldanlage werden. Je wertvoller die Verpackung, desto weniger wird sie natürlich weggeworfen. Da habe mir ich gedacht, am besten wäre zum Beispiel Kartoffeln in feinster Seide. Mit orientalischen Stickereien besetzt. Oder Joghurt im Diamant besetzten Plastikbecher. Ne? War vielleicht nicht so gut, weil da wirft man den Becher weg und montiert den Diamanten ab. Aber Diamant besetzter Silberbecher, das ginge zum Beispiel. Gell? Doch, und wenn dann tatsächlich jemand diesen Becher wegwirft, also sowas Wertvolles zum Müll macht, da findet sich bestimmt jemand, der das wieder rausholt aus dem Müll. Auf diese Weise über Müll könnte dann sozusagen eine Umverteilung von den Begüterten zu den Armen vorgenommen werden. Müll wird dann so zum Sozialkatalysator. Müll dämpft soziale Unterschiede. Müll schlägt Brücken von Reich zu Arm. Eine andere Möglichkeit wäre, habe ich mir auch gedacht, dass man den Müll, also ich denke jetzt vor allen Dingen an den gemeinen Hausmüll, da hat ja jeder so seinen Lieblingsmüll, was er am liebsten wegwirft, dass man den vielleicht den Toten in den Sarg als Grabbeigabe mitgibt. Dann hat man am jüngsten Tag gleich ein bisschen was zum Wegwerfen. Nun, wiederum eine andere Möglichkeit wäre, wenn man hergehen würde und die Entsorgung des Mülls in die Hände geben würde von sogenannten Müllmaklern, die dann Mülltonnen verkaufen und vermieten müssten, so wie sie das jetzt schon sehr erfolgreich machen mit Grundstücken und Häusern, weil der Maklerstand ist ja bekannt für seine Seriosität. Und die würden dann in jedem Fall also erst einmal die Preise richtig rauftreiben. Die Mülltonnen würden natürlich sofort knapp. Die Mülldeponien sind ohnehin schon knapp. Was meinen Sie, wie da der Müll aber ganz schnell weniger werden darf? Oder aber auch wieder nicht, gell? War zu schnell, gell? Oder aber auch wieder nicht, meine ich. Ja? Also so wie im so wie in Bayern die Gespickten, wir sagen die Gespickten, das sind die da, gell? Also die schmeißen, die würden natürlich nach wie vor wegschmeißen, wo es geht, weil wenn man was hat, dann schmeißt man es weg, damit man es herzahlen kann. Aber die Gespräche über Müll und Mülltonnen, oh, daher ist schon die Makler und die anderen, die Mülltonnen suchen, diese Gespräche. Du sag einmal, was ist denn eine Mülltonne für mich? Du, ich suche eine Mülltonne. Ja, was möchtest du denn ausgeben? Du, Preis ist mir total wurscht, soll ich schon ein bisschen was hermachen? Ja, lass mal überlegen, warte mal, ja, in Heidhausen, in der Steinstraße, wüsste ich eine, du, 1A-Lage, sehr schöne Tonne vom Feinsten, Carrara-Marmor besetzt, Schallschutzgedämpft, 4-Kammern-System, könntest haben für 20.000. Was? 20.000? Bist du narrisch? Ja, was meinst du? Du, die Preise für Tonnen ziehen an in München. Das ist eine voll sanierte Jugendstiltonne. So was kriegst du nicht mehr. Das ist eine Rarität, ein Juwel, ein Liebhaberpreis. Ja, schon, aber 20.000, hä? Ja, du, entschuldige mal, da ist der Wertzuwachs dabei. In einem Jahr kostet die das Doppelte. Ja, geh weiter, 20.000, hä? Hast du es nicht ein bisschen billiger, hä? Ja, kannst du es natürlich auch haben, billiger, selbstverständlich. Da weiß ich, eine Tonne in der Au, drunter eine Hinterhoftonne, halb gefüllt, gell? Könnte ich dir untervermieten. Allerdings mit Vertrag. Der Müllraum wird ja heute schon genauso knapp wie der Wohnraum. Ja. Und das liegt daran, dass der Müll einfach nicht mehr vergeht. Der Müll ist nicht mehr vergänglich. Das ist unser Problem. Der moderne Müll ist der gelungene Versuch, das philosophische Gesetz der Vergänglichkeit ad absurdum zu führen, weil der Qualitätsmüll von heute einfach nicht mehr vergeht. Das ist unser Problem. Allerdings unsere Nachfahren, die werden uns wahrscheinlich dankbar dafür sein, wenn die in ein paar tausend Jahren unseren Müll finden, die werden sagen, da schau her, schöner Müll, du, geht überhaupt nichts kaputt. Wunder. Müll als Zeitzeuge für unsere hochentwickelte Kultur. Die Archäologen im Jahre 3009, die werden sich freuen.
Ich habe mir das nämlich auch überlegt. Ne? Warum haben denn wir Deutschen so viel Angst vor den Ausländern? Weil wir haben Angst, weil wir befürchten, dass sie uns unser Eigentum wegnehmen. Dass sie unsere Besitzstände schmälern, unseren Kühlschrank ausrammen. Darum geht's doch, oder? Genau darum geht es. Ich habe mir überlegt, wie das überhaupt dazu kommt, wie Eigentum überhaupt entsteht. Wie kommt denn dazu, dass ein Mensch behaupten kann, das gehört mir, das gehört mir, das gehört mir, wem gehört denn das, gehört das dir, jetzt gehört's mir. Wie passiert sowas? Ich hab mich durch die Jahrhunderte gedacht und bin dann gelandet bei der Gesellschaft der Jäger und Sammler. Weil bei den Jäger und Sammlern, da ist nämlich losgegangen mit dem Eigentum. Die Jäger und Sammler, das waren ja Nomaden. Damals gab es ja keinen Staat. Das war ja eine. Also die waren nicht staatssüchtig. Die sind immer rumgelaufen, die haben da mal eine Traube genommen und haben dort einmal einen Hasen gejagt. Und sind dann wieder weitergezogen, haben Hunger gehabt, waren satt, gell, aber sind dann wieder weitergezogen. Und irgendwann war bei diesen Jägern und Sammlern einer dabei, der hat gesagt: Mensch, das da, die Jäger und Sammlern, das geht mir auf den Geist. Da mal eine Traube, da mal einen Hasen jagen, mir reicht, ich mag nicht mehr. Ich werde sesshaft. Hat die Wälder gerodet. Das Land fruchtbar und urbar gemacht. Zaun drumrum! Muss ein Deutscher gewesen sein. Und damit war das Eigentum geboren. Dann hat er sich hingestellt auf seinen Grund. In den Zaun rein hat er sich gestellt. Dies gehört mir! Hat er immer wieder gesagt, das gehört mir. Irgendwann hat er selber geglaubt, das gehört mir, hat er gesagt. Gell? Immer, er war ja ganz alleine im Urwald. Das gehört mir. Wenn er mal einer zugehört hätte, hätte er gesagt, pfff. Schreit er umeinander, die anderen Nomaden waren ja gerade nicht da. Gell? Und da hat er Traube genommen. Naja, auf jeden Fall, plötzlich kam einer an ihn ran. Und er hat gesagt, ist in Ordnung, das gehört dir. Das bestätige ich dir. Das war der zweite Depp, das war ein Jurist. Damit war das Eigentum geboren. Man hat der Jurist gesagt, aber pass auf, was machen wir, wenn du mal nicht mehr lebst, wenn du tot bist? Oh, was mache ich da mit dem Kerzen dann? Ja, mit dem Kerzen dann. Ich glaube, macht nichts, dann gehört es deine Erben. Na, da machen wir gleich noch ein Schriftstück, dass es dann deinen Erben gehört. Und so war das Erbrecht geboren. Man kann sie heute noch beobachten, diese Eigentümler in den Schwimmbädern, wenn sie kommen mit ihren Handtuchrollen. Die Landnehmer, wenn sie dann Handtuch so ausrollen, sind, da kriege ich immer, dann stellen sie sich hier und sagen, mein Blut! Da kriege ich immer eine wahnsinnige Lust, dass ich sage, leck mir am Arsch!